Einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Mein Name ist Carlos Martin. Sie hören uns live aus dem Traders Club Trading Raum. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX Trade vor. Es ist 8.35 Uhr. Wir sehen heute Morgen auf dem DAX 40 eine Trading Range von 32 Punkte. Das reicht leider nicht aus, aber wir sind dicht bei der Big Number 16.100 und die werde ich jetzt auch aktivieren. Also 16.107 zu 16.092. So, wir gucken einmal auf die Vergangenheit. 12, 16 gestern in den Blue Boxen. Eine 10er gestern Nachmittag. Hier nochmal eine 11er, die direkt ausgebrochen ist. 23. Und nochmal zu den Spielregeln erklärt. Wir traden also Boxen, die kleiner sind als 30, wenn die hier erscheinen, wie jetzt gestern hier die 16er. Das sind Boxen, die wir favorisieren. Ja, unter 20 gehe ich sogar jetzt dieses Jahr etwas größeres Risiko ein. Die Vola-Boxen, beziehungsweise die Blue-Boxen gestern, sehen wir hier. Da haben wir auch gestern einen Trade hier angesetzt, sind oben rausgegangen. Dann gab es am Nachmittag hier noch den einen oder anderen gutes Setup. Und jetzt wollen wir gucken, wo kommt die Blue Box rein. 16.074 ist der Forecast. So soll es aussehen. 16.074. Das heißt, wir sind dicht bei diesem bei dem Level 16.085. Also das wird keine Hedge-Auflösung zumindest sein, wenn der Markt so dicht da dran bleibt. Okay, wir gehen jetzt einmal in die Dailies rein. So, wir fangen heute Morgen an beim DAX auf Tagesbasis Long, 4 Stunden Long, Stunde Long. Wir checken einmal die Wetterlage, 30 Minuten Long, 15 Long, 5 Minuten auf Intraday ist alles Long im DAX an den Dienstag, dem 4. Januar. Der nächste Markt ist Gold. Daily Long, 4 Stunden Long, Stunde Short, 30 Short, 15 Long und 5 Minuten auch Long. Öl, heute Abend ja OPEC-Sitzung, Daily immer noch Short, 4 Stunden Long, Stunde Short, 30 Short, 15 Short und 5 Minuten auch Short. Technologie Nasdaq, gehen wir auf Daily-Basis Long. 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten auch Long. S&P 500, Daily Long, 4 Stunden Long und beim S&P 500 gestern All-Time High, beziehungsweise heute, ja, hier oben, wir sehen es dort. 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten auch Long. Also ein starker Auftakt. Und dann gehen wir rein in die Bitcoins. Einmal mit Bitcoin fangen wir an, in die Coins Daily Short. 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Short, 15 Long und 5 Minuten auch Long. Ethereum Daily Short, 4 Stunden Short, Stunde plus minus 0, 30 Short, 15 Long und 5 Minuten auch Long. Das ist der kurze Abriss hier die Bewegung und wir bereiten uns jetzt auf unseren Box Trade vor. Nochmal zum Spielregeln. Also die Big Number im DAX nutzen wir dreimal. Wenn der Kurs also jetzt bei der 15.1 dreimal reinläuft, treten wir dreimal. Wir gehen bei dem zweiten Trade gehe ich auf angepasst und angepasst bedeutet, ich möchte gerne einen Ausbruch mehr als wir vorher im ersten Trade mitnehmen. Das heißt, wir wollen ein bisschen mehr Gewinne, wenn es denn zu einem Ausbruch kommt, mitnehmen. Das birgt natürlich erhöhtes Risiko, weil die dann die Gefahr ist, dass der Markt sich kein Ausbruch tätigt, sich dann auf einem gewissen Preisniveau festhält, dass wir dann in eine leichte Aufschaukelung kommen. Wir haben es gestern gesehen bei der Vola-Box sind wir bis zum fünften Trade hochgelaufen. Ja, wohin können wir heute spekulieren? Also
Short-Richtung wäre Daily Pivot. Einmal hier die Zielmarke und oben herum ist die zweite Marke, wäre 50. Das ist so der Klassiker. So. So, in der Zone, das sind die Zonen, wo wir letztendlich hinlaufen und wir sehen, Daily Pivot und Big Number sind heute identisch bei 16.000, also bei der Big Number. Ein Gap haben wir heute nicht, das wurde heute Morgen direkt geschlossen. So 16.082 der Forecast. Ja, ich bin gespannt, wie gleich die Märkte reinkommen. Wir sind bereit. Risiko im ersten Trade erstmal kleingestellt, um dann, wenn es zu einer Aufschaukelung kommt, dann den Trade, wie gesagt, auf angepasst zu drücken und dort mehr mit zu nehmen. Wunderbar. Also gutes Gelingen. 9 Uhr. Und wir sind im ersten Trade. Wir sehen es auf der rechten Seite. A Big Number Trade. 16.107 gehen wir long oder bei 16.92 short. Und wir sind jetzt mit der ersten Position erstmal short positioniert. Die blaue Linie zeichnet uns unser Gewinnziel an und wir sehen 16.1 berührt, touchiert. Die ersten Vola-Boxen sehen wir hier unten vom Kurs. Hier ist bei 16.074. Rechts der Fokus auf dem rechten Bildschirm für die erste Order. Erst ab der zweiten Order gehen wir dann auf angepasst. Wir sind also short im DAX. Und wir sind gleich beim Landeanflug. Und wir sind raus. Erster Trade, Big Number Trade in den Gewinn gebracht. Das war unser Eröffnungstrade für unser Videotagebuch. Und ich wünsche allen jetzt noch erfolgreiches Trading. Wir machen im Live-Trading-Raum weiter. Und ja, und sind jetzt auch schon in der nächsten Box, nämlich in der Vola-Box auf der linken Seite. Also, tschüss, bis morgen.